Hey Leute, mein Name ist Klaus Krüger. Habt ihr das schon gesehen? Die Europäische Zentralbank fürchtet aufgrund von digitalen Währungen wie Bitcoin die Kontrolle über das Geldsystem in Europa zu verlieren. Für die Leute, die Bitcoin noch nicht kennen, will ich mal kurz zusammenfassen, was die wesentlichen Merkmale sind, die Bitcoin ausmachen. Also, Bitcoin ist eine digitale, dezentrale Währung. Dezentral aus dem Grund, dass du keine zentrale Institution wie eine Zentralbank oder einen Staat hast, welche in der Lage wären, das komplette Geldsystem zu kontrollieren und vor allem auch zu manipulieren. Stattdessen hast du Millionen verschiedener Menschen und Knotenpunkte überall auf der ganzen Welt, die das Währungssystem aufrechterhalten. Und das führt zum Beispiel dazu, dass eben zum einen Macht sehr, sehr dezentralisiert ist, anstatt zentralisiert in einer Zentralbank, und dass das ganze Währungssystem sehr, sehr widerstandsfähig ist gegen zum Beispiel Angriffen oder Manipulation oder Abschaltungsversuchen, weil du hast nicht irgendwie einen Server und da kannst du hingehen und den abschalten und dann ist das Währungssystem hinüber, sondern du hast eben diese Millionen verschiedenen Knotenpunkte, die alle dieses Währungssystem aufrechterhalten. Des Weiteren ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass in Bitcoin eine feste Geldmenge systemintegriert ist. Also im Gegensatz zu unserem heutigen Geldsystem, wo einfach immer neues Papier gedruckt werden kann oder der Großteil des Geldes ist ja nur noch digital vorhanden, das heißt, es kann einfach immer neues Geld digital entstehen, die Zentralbank kann einfach immer neue Euros aus dem Nichts erschaffen, kann einfach ein paar Zahlen in den Computer tippen und schon stehen ein paar tausend Euro, ein paar Millionen, ein paar Milliarden Euro aus dem Nichts, oder sie kann immer neues Geld drucken oder Banken können immer neues Geld schöpfen durch das sogenannte Teilreservebankwesen oder Fractional Reserve Banking. So kann da eben immer neues Geld entstehen und jedes Mal, wenn natürlich neues Geld entsteht, verliert alles Geld, was schon da war, an Wert. Und das sehen wir zum Beispiel in Form einer Inflation, die wir jedes Jahr haben, was ein komplett künstlicher Zustand ist, in dem Preise permanent steigen, weil das Geld, was du eintauschst gegen die Produkte, die du dir kaufst, weil die immer wertloser werden. Das heißt, du brauchst immer mehr Geld, um dieselbe Menge an Produkten zu kaufen. Und das merken wir eben daran, dass Preise steigen. Und somit haben wir einen unendlichen Wertverlust, der immer 1-2% pro Jahr stattfindet, mal mehr, mal weniger, und der eben zum Beispiel, wenn du das über Jahrzehnte betrachtest, eben ein extremer Wertverlust ist, was natürlich auch zum Beispiel Sparer enteignet und somit Geld permanent an Wert verliert. Das kannst du eben bei Bitcoin nicht machen, weil bei Bitcoin eine feste Geldmenge systemintegriert ist. Das heißt, du kannst nicht einfach neues Geld schöpfen. Das ist nicht möglich, das ist nicht systemintegriert, sondern Geld ist eben irgendwann begrenzt. Und das führt dazu, dass es eben keinen unendlichen Wertverlust gibt, dass es keine permanente Inflation geben kann, sondern dass Geld, anstatt Wert zu verlieren, wie Euros zum Beispiel oder wie es alle Papiergeldwährungen auf der Welt machen, die permanent an Wert verlieren, weil das Geld permanent aufgeweicht wird, weil permanent neues Geld gedruckt wird. Im Bitcoin hingegen verliert nicht jedes Jahr an Wert, an 1, 2, 3% an Wert, sondern Bitcoin gewinnt an Wert, weil Bitcoin eben eine feste Geldmenge hat. Des Weiteren ist Bitcoin sehr, sehr anonym, wenn man weiß, wie man es nutzen muss. Und da gibt es mittlerweile unzählige Webseiten und Tutorials und Blogs und Videos und so weiter, wo man sich angucken kann, wie man Bitcoin sehr anonym nutzen kann. Und wenn man sich da ein bisschen schlau macht, ein bisschen Research betreibt, dann kann man Bitcoin sehr, sehr anonym benutzen. Gleichzeitig kann man Bitcoin auch sehr, sehr sicher nutzen. Also man kann sich sehr, sehr gut schützen gegen zum Beispiel Hackerangriffe, gegen Leute, die dein Geld praktisch von dir stehlen wollen. Da ist auch wieder der Fall, wenn man sich ein bisschen schlau macht und ein paar Blogs durchliest und ein paar Videos anguckt, dann kann man Bitcoin sehr, sehr sicher nutzen und sich seinen Wohlstand praktisch und sein Geld und seine Bitcoins sehr, sehr stark gegen fremde Institutionen und fremde Menschen schützen, die praktisch das Geld dir wegnehmen wollen. Die Europäische Zentralbank fordert von den EU-Gesetzgebern, strengere Regeln für digitale Währungen wie Bitcoin einzurichten, da sie fürchten, dass diese eines Tages ihre Kontrolle über die Geldmenge in der Eurozone verringern würde. Das ist exakt der Punkt, warum es Bitcoin überhaupt gibt. Damit du ein Geldsystem hast, was eben nicht von einer Zentralbank zentral manipuliert werden kann und von den Planwirtschaften in einer Zentralbank kontrolliert werden kann. Ich meine, es ist genauso ökonomisch absurder Unsinn zu sagen, wir haben jetzt hier eine komplette Gesellschaft wie in der Sowjetunion und wir lenken diese komplette Wirtschaft jetzt zentral, und das muss natürlich zu jeder Menge Chaos und Mangelwirtschaft und so weiter führen, zu den ganzen Sachen, die eine Planwirtschaft immer verursacht. Und genau das gleiche passiert, wenn du sagst, wir haben hier ein komplettes Geldsystem und Millionen von Menschen nutzen dieses Geldsystem, wie zum Beispiel den Euro. Und wir haben jetzt hier eine zentrale Institution und die plant jetzt das komplette Geldsystem für Millionen von Menschen.
Das ist genauso ökonomischer, absurder Schwachsinn und das muss genauso zu Chaos und zu Mangelwirtschaft und Misswirtschaft führen. Und ein Problem, was die Zentralbank eben erzeugt, ist, wie wir es gerade schon angesprochen haben, der permanente Wertverlust des Euros zum Beispiel. Dass du eben ein Geldsystem hast, was permanent an Wert verliert. Der Euro wird permanent aufgeweicht, verliert permanent an Wert und das, wie wir gerade schon gesagt haben, äußert sich dadurch, dass du eben immer mehr Geld brauchst, um dir deine Sachen kaufen zu können, deine Lebensmittel, deine Wohnung und so weiter. Das heißt, die Preise steigen immer weiter. Und das sehen wir eben, wie gesagt, Jahr für Jahr, weil das Geld permanent an Wert verliert, weil die Zentralbank und die privaten Banken durch das Teilreservebankwesen eben das Geldsystem immer weiter aufweichen und damit die Kaufkraft immer mehr verringern. Das heißt, du kannst dir weniger kaufen für die gleiche Menge an Geld. Du brauchst also mehr Geld, um dir die gleiche Menge an Sachen kaufen zu können, sprich die Preise steigen. Unser Geldsystem, so wie wir es heute haben, also das Papiergeldsystem in Verbindung mit dem Zentralbankensystem, ist schlussendlich nichts anderes als ein riesengroßes Betrugssystem, bei dem sich Zentralbanken in Verbindung mit natürlich Großbanken immer mehr an den Menschen bereichern, indem sie den Wert des Geldes immer weiter zerstören. Also Zentralbanken, indem sie immer mehr Geld aus dem Nichts erzeugen, indem sie neues Geld drucken oder neues Geld dadurch erzeugen, indem sie einfach ein paar Zahlen in den Computer tippen und schon entstehen ein paar Millionen aus dem Nichts. Und natürlich in Verbindung mit den Großbanken, die durch die Giralgeldschöpfung, also das Teilreservebankwesen, da auch Geld im Prinzip erzeugen und somit auch den Wert des Euros immer weiter verringern und immer weiter aufweichen, was dann natürlich die Menschen tragen müssen, was du und ich tragen müssen, weil unser Geld verliert dann permanent an Wert. Wir müssen dann permanent steigende Preise aushalten und bezahlen, weil alles Geld, was du zum Beispiel auf deinem Konto hast oder in deinem Portemonnaie oder in einem Sparplan oder wo auch immer, alles Geld, was du im Prinzip hast, verliert permanent an Wert, weil die sich daran bereichern. Gucken wir uns das mal an. Hier sehen wir zum Beispiel die Entwicklung der Geldmenge M1, M2 und M3. M1 sind Bargeld und Sichteinlagen, M2 dazu noch Termin- und Spareinlagen und M3 sind zudem noch Repo-Geschäfte, Geldmarktfondanteile und Bankschuldverschreiben. Wenn man also die Geldmenge betrachtet, dann sollte man immer M3 anschauen, weil dort alles enthalten ist. Von der Euro-Einführung 2002 in Deutschland bis 2016 wurden beispielsweise durchschnittlich jedes Jahr über 400 Millionen Euro einfach aus dem Nichts erzeugt. Die Menge an Geld hat sich dabei mehr als verdoppelt. Klar, es kam in dem Zeitraum auch mal neue Länder wie Litauen oder Lettland dazu, aber diese kleinen Länder können normalerweise nicht verursachen, dass sich die Geldmenge mehr als verdoppelt, wenn so Schwergewichte wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien bereits den Euro haben. Es wurde also extrem viel Geld einfach aus dem Nichts geschaffen. Das hat wiederum alles vorhandene Geld stetig entwertet. Und das sehen wir daran, dass die Preise immer weiter steigen. Wenn du dir beispielsweise einfach so Sachen wie den Preis von Lebensmitteln, Strom oder Mieten anguckst, dann kann dir jeder sagen, dass diese Preise in den letzten 10 Jahren permanent gestiegen sind. Der ganze Sinn und Zweck von Bitcoin ist es also, dass sowas nicht passiert. Dass du eben nicht ein zentral manipuliertes Geldsystem hast, sondern ein möglichst unmanipuliertes, dezentrales Geldsystem hast, was eben nicht dazu führt, dass eine Zentralbank permanent den Wert von dem Geld aufweichen kann. Und dieser Wertverlust, der permanent stattfindet und diese Inflation, die damit künstlich erzeugt wird, führt zu allen möglichen verschiedenen Problemen. Zum einen führt das zum Beispiel zu Konsumwahn. Also Leute kaufen sich Sachen, die sie nicht brauchen, mit Geld, was sie nicht haben. Und in einem inflationären Zustand wird es zudem angeregt, sich zu verschulden, weil es wird immer einfacher, Schulden zu machen und es wird immer schwerer, Ersparnisse aufzubauen, weil Ersparnisse permanent an Wert verlieren. Das heißt, wenn du dir morgen Sachen kaufst, dann bekommst du dafür weniger, als wenn du es heute ausgibst. Also du hast einen verringerten Anreiz zu sparen und einen höheren Anreiz, Schulden aufzunehmen. Und das führt dazu, dass Verschuldung in der kompletten Gesellschaft, sowohl privat als auch bei Staaten, als auch bei Unternehmen, immer weiter ansteigen. Und Ersparnisse im Gegensatz dazu immer weiter sinken. Eine Folge davon ist zum Beispiel auch, dass die Krisenanfälligkeit erheblich steigt. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Stell dir zwei verschiedene Länder vor. In dem einen Land hast du nahezu gar keine Ersparnisse. Die Leute geben ihr ganzes Geld permanent aus, verschulden sich sehr hoch und sparen kaum. So, also die haben kaum Ersparnisse, kaum Rücklagen, sowohl die Menschen nicht, als auch die Unternehmen nicht, als auch der Staat nicht. Die haben alle kaum Ersparnisse, sind dafür aber alle hoch verschuldet. Und dann hast du ein zweites Land und im zweiten Land ist das komplette Gegenteil der Fall. Die Leute sparen viel, die Leute sind sehr, sehr sparsam, alle haben Rücklagen, sowohl die Menschen, als auch die Unternehmen, als auch der Staat. Schulden sind sehr, sehr gering, weil die Leute sparen lieber, anstatt sich zu verschulden.
So, wenn du diese beiden Länder anguckst, was denkst du einfach von, einfach wenn du das selber einschätzt, da braucht man gar nicht viel ökonomisches Wissen für. Einfach wenn du das einschätzt, was denkst du, welches Land ist krisenanfälliger? Das Land, wo die Leute einfach schon von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben, wo die Leute einfach schon eine Riesenmenge an Schulden angesammelt haben und wo die Leute einfach keine Rücklagen haben. Das heißt, wenn die ihren Job verlieren, dann haben die richtig Probleme, weil, oder wenn zum Beispiel bei einem Unternehmen die Einnahmen auf einmal nicht so gut sind, dann haben die richtige Probleme und müssen Leute kündigen und die Leute haben keine Ersparnisse, die haben dann Probleme, wenn die ihren Job verlieren. Wie wie krisenanfällig meinst du, ist dieses Land, wohingegen mit dem anderen Land, was hohe Ersparnisse hat, gut, wenn man mal in einem Jahr nicht so viel Geld verdient, dann hat das Unternehmen trotzdem noch Ersparnisse und Rücklagen. Wenn die Menschen vielleicht ihren Job verlieren, okay, die haben noch Rücklagen, die können noch ein paar Monate vielleicht von ihren Ersparnissen leben und dann können die sich währenddessen vielleicht einen neuen Job suchen und so weiter und so fort. Was denkst du, welches von den beiden Ländern ist krisenanfälliger? Natürlich das Land ohne Ersparnisse, mit hohen Schulden, und das Land mit hohen Ersparnissen und niedrigen Schulden ist viel, viel krisenresistenter. Man muss auch verstehen, dass ökonomisch gesehen kannst du die Leute durch Inflation zum Beispiel dazu treiben, ganz viel Geld auszugeben und hohen Konsum zu betreiben sozusagen und sich zu verschulden und damit noch mehr zu kaufen und noch mehr Konsumwaren und kauft. Das kannst du kurzfristig machen, aber irgendwann wird der Konsum dann wieder absinken müssen. Das ist wie so eine Sinuskurve. Zuerst geht's hoch und dann muss es aber wieder runtergehen, weil irgendwann musst du die Schulden, die du angehäuft hast, zurückbezahlen. Irgendwann musst du wieder Ersparnisse aufbauen. Wohingegen, wenn du sagst, wir haben langfristige Ersparnisse und wir lassen den Konsum langfristig konstant, dann können die Leute die Ersparnisse aufbauen, sich langfristig Sachen kaufen, ohne sich jetzt auf einmal hoch zu verschulden und dann langfristig weniger konsumieren zu können, weil sie irgendwann die ganzen Schulden zurückbezahlen müssen. Genauso auch der Staat. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Das gilt im Privaten wie im Gesellschaftlichen. Private Leute können nicht immer konsumieren. Irgendwann müssen sie auch mal wieder Ersparnisse aufbauen. Die können nicht permanent über ihren Verhältnissen leben. Und genauso kann das ein Staat nicht. Ein Staat kann nicht permanent Geld raushauen und permanent höhere Ausgaben haben als Einnahmen, weil das einfach dazu führt, dass irgendwann kommt dann der Bankrott oder irgendwann muss man dann extreme Ersparnisse machen oder extreme Sparkurse machen, um das wieder reinzuholen, was man in der Zeit davor ausgegeben hat, was man viel mehr ausgegeben hat, als man es hätte könnte. Also wenn man mehr über seinen Verhältnissen lebt, dann muss das irgendwann dazu führen, dass man irgendwann unter seinen Verhältnissen lebt, um das wieder auszugleichen. Das gilt im Privaten wie im Großen. Und indem wir jetzt sagen, wir konsumieren jetzt ganz, ganz viel, dann sorgt das nur dafür, dass wir in Zukunft weniger konsumieren können. In dem Zusammenhang will ich euch auch nochmal auf ein Video hinweisen, was ich schon mal gemacht habe, wo es darum geht, dass dieser Mythos von Deflation oder diese angebliche Gefahr, die bei einer Deflation herrscht und angeblich würde eine Deflation unsere komplette Wirtschaft zerstören und kollabieren lassen, das ist ökonomisch und empirisch vollkommener Unsinn. Und wie gesagt, ich habe da ein Video drüber gemacht. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, das anzugucken, weil eine Deflation ist einfach ökonomisch und empirisch nicht dieses große Problem, was wir haben. Und man sagt ja auch immer, wir brauchen diese Inflation, wir brauchen diesen permanenten Wertverlust, weil es schützt uns vor dieser bösen Deflation. Das ist ökonomisch einfach vollkommener Unsinn. Also guckt euch das Video nochmal an, wenn ihr euch darin nochmal ein bisschen weiterbilden wollt. So, zurück zu Bitcoin. Ein weiterer Vorteil von Bitcoin ist, dass in Bitcoin dieser ganze Wahnsinn, den wir heute bei der Zentralbank sehen, wie negative Zinsen, überhaupt nicht möglich wären. Also negative Zinsen, kurz für die Leute, die es nicht wissen, negative Zinsen bedeuten, dass wenn du dein Geld auf die Bank legst und auf dein Konto legst, dann bekommst du ja dafür, zumindest war es früher so, vielleicht 2% Zinsen pro Jahr. Das heißt, dein Geld wird positiv verzinst, du bekommst 2% auf das, was du in deinem Konto hattest praktisch, Zinsen. Sowas, wie gesagt, früher. Und das war der Anreiz für die Leute, ihr Geld zur Bank zu bringen, weil du bekommst da Zinsen. Und das war sinnvoller, als wenn du es einfach in einem Safe liegen lässt, weil in einem Safe bekommst du keine Zinsen. Aber wenn du das zur Bank bringst, bekommst du dafür 1-2% Zinsen. So. Negative Zinsen wiederum bedeutet, dass man das eben nicht positiv verzinst, sondern negativ verzinst. Also anstatt, dass du 2% Zinsen bekommst, bekommst du -2% Zinsen. Das heißt, du musst dafür bezahlen. Je mehr Geld du auf deinem Konto hast, desto mehr Geld musst du bezahlen, weil du diese negativen Zinsen hast. Also zum Beispiel -2%. So. Und das Gleiche macht auch die Bank an sich. Also wenn eine Bank Geld sparen will, dann gibt sie das zur Zentralbank oder muss es teilweise zur Zentralbank geben. Und
Das wiederum das Gleiche. Anstatt dass man positive Zinsen bekommt, also plus 2%, so wie es früher war, zum Beispiel, bekommt sie jetzt minus 2% beispielsweise und muss also auch dafür bezahlen, Geld zu sparen. Und das ist natürlich, das sieht ja sofort jeder, dass das Ersparnisse immer weiter zerstört und damit immer mehr die Gesellschaft dazu bringt, zu einem Ort zu kommen, wo man überhaupt keine Ersparnisse hat, sondern wo Leute einfach komplett hochverschuldet, wie bei dem Beispiel vorne mit dem einen Land, wo alle hochverschuldet sind und kaum Ersparnisse haben und deswegen extrem krisenanfällig sind. Das ist eben die Ursache, oder das ist die Folge, besser gesagt, von negativen Zinsen, und das zerstört einfach das Währungssystem immer stärker, führt es immer stärker in den Ruin, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Ersparnisse so extrem zerstört sind und Sparer noch weiter enteignet werden, dass einfach das Währungssystem und die komplette Wirtschaft schlussendlich kollabieren müssen, weil ohne Ersparnisse kannst du nicht eine gesunde Wirtschaft haben. Des Weiteren gibt es bei Bitcoin auch keine Bankenrettung und solche Sachen, weil es gibt keine Banken. Du bist der Einzige, der Kontrolle über dein Geld hat, über deine Wallet. Deine Wallet ist deine Geldbörse sozusagen oder dein Portemonnaie. Du bist der Einzige, der Kontrolle hat über deine Wallet und deine Bitcoins in deiner Wallet. Niemand anderes hat da Zugriff drauf. Und entsprechend gibt es keine Institutionen wie Banken, die dein Geld und deine Kontoinhaben oder dein Kontoinhaben irgendwie verzocken können. Das gibt's nicht, weil es gibt in dem Sinne keine Bank. Du bist der Einzige, der darauf Zugriff hat. Entsprechend gibt es keine Bankenrettung und braucht es auch nie irgendeine Bankenrettung zu geben. Und was auch besonders wichtig ist, ist nicht nur die Gefahr von Bailouts, also die klassischen Bankenrettungen, sondern zunehmend die Gefahr von Bail-ins. Und das haben wir zum Beispiel in Zypern gesehen, 2013. Bail-ins bedeutet, also Haircut ist auch ein anderer Name dafür, Bail-ins bedeutet, die Bank sagt jetzt einfach, wir machen jetzt hier mal 2 Wochen zu, zum Beispiel. So. Und während diesen 2 Wochen kommen die Kunden dieser Bank kaum an ihr Geld. Also die dürfen vielleicht 100 Euro pro Tag runternehmen, aber das war's auch. So, die kommen also nicht wirklich an ihr Geld, die dürfen nur eine kleine Menge runternehmen. Und während diesen 2 Wochen darf die Bank staatlich abgesegnet sich buchstäblich an den Kunden, an den Geldern der Kunden bereichern. Also es ist nichts anderes als legaler Diebstahl. Die Bank kann jetzt kommen und sagen, hier, wir nehmen die jetzt einfach mal 20.000 aus deinem Konto. Und du kannst nichts dagegen machen, weil du kannst das Geld nicht abheben, weil du darfst nur 100 Euro zum Beispiel pro Tag abheben. So, also es ist legaler Diebstahl, staatlich abgesegnet, der Staat sagt, ja, okay, hier, bereichert euch einfach an den Geldern der Kunden und nehmt einfach ein bisschen Geld aus den Bankkonten und dann macht ihr nach 2 Wochen wieder auf und das Geld ist halt weg. So, das ist also Bail-ins und das ist nicht irgendeine Theorie, sondern das ist wirklich schon passiert in Zypern, wie gesagt, zum Beispiel. Und wenn die nächste Krise kommt, dann kann das gut sein, dass es auch in Deutschland zum Beispiel stattfindet. Dass also einfach die Kunden nicht an ihr Geld kommen und währenddessen die Banken sich an den Konten der Kunden bereichern und damit ihre Schulden zurückbezahlen für Geld, was sie verzockt haben. Und der Kunde muss einfach dafür dastehen und kann nichts dagegen machen. Und auf einmal sind die ganzen Lebensersparnisse weg, weil die Bank sich jetzt einfach daran bereichert hat. Und das alles geht eben bei Bitcoin nicht, weil niemand hat Zugriff auf dein Geld. Wenn du es gut speicherst an einem sicheren Ort, wenn du ein bisschen, wie gesagt, Research betreibst, wie du es sichern kannst, deine Wallet, deine Bitcoins, dann kannst du es so sicher nutzen, dass eigentlich niemand da wirklich rankommt. Und dann kann sowas wie Bail-ins oder Bail-outs, all das kann nicht passieren, weil du bist der Einzige, der Zugriff auf dein Geld hat. Der Entwurf der Regeln der Europäischen Kommission soll Terrorismus bekämpfen. Es ist immer wieder das Gleiche. Ob beim Bargeldverbot, der Regulierung von Bitcoin oder stärkerer Überwachung. Angeblich soll es immer um Terrorismus gehen. Aber natürlich geht es nie um Terrorismus. Ich meine, hey, wenn ihr Terrorismus bekämpfen wollt, dann hört doch mal auf, im Mittleren Osten Krieg zu spielen und so viele Terroristen zu erzeugen. In einem am Dienstag veröffentlichten Rechtsgutachten sagt die Europäische Zentralbank, EU-Institutionen sollten die Nutzung digitaler Währung nicht anregen und darauf hinweisen, dass sie nicht den rechtlichen Status einer Währung oder Geld besitzen. Also denkt dran, unsere Herrscher erkennen Bitcoin nicht als offizielle Währung an. Und du bist doch ein braver Untertan, oder? Du würdest doch nie irgendwas machen, was dir deine Herrchen nicht vorher erlaubt haben, oder? Die ökonomische Nutzung dieser virtuellen Währung könnte, wenn sie erheblich in der Zukunft wächst, die Kontrolle der Zentralbank über die Geldmenge beeinflussen. Ja, das ist exakt der Punkt. Ich will, dass ihr Gauner keinerlei Kontrolle über mein Geld habt. Wenn ich Geld für morgen oder für in einem Jahr oder für in 50 Jahren ansparen will,
dann will ich nicht, dass ihr euch und eure politischen Freunde und eure wirtschaftlichen Freunde daran bereichern könnt, indem ihr das Geld immer weiter aufweicht, was ich versuche anzusparen. Bitcoin ist das Geld der Menschen und ihr habt zu Recht die Hosen voll, wenn Leute lieber Bitcoin benutzen und stattdessen weniger das Papiergeld-Betrugssystem, das Fiat-Money-Funny-Money-Schwachsinn-System, wo ihr euch permanent an den Menschen bereichern könnt, sondern dass die Leute eben Bitcoin benutzen, wo ihr euch nicht an den Menschen bereichern könnt. Ja, das ist eine gute Entwicklung in meinen Augen. Wir können auch mal kurz Gold und Silber und Bitcoin vergleichen, weil das ist auch sinnvoll. Gold und Silber ist ja auch eine Sache, in die viele Leute investieren, um sich vor der Inflation zu schützen, um ihren Wert langfristig beizubehalten, also um irgendeine Investition zu haben, die den Wert langfristig beibehält, anstatt wenn du nur dein Geld in Papiergeld hast, ja, dann verliert das permanent an Wert. So, also Gold und Silber ist ja auch eine Möglichkeit, um Wert zu sichern, ebenso wie Bitcoin das ist. Und um das beides zu vergleichen, können wir zum Beispiel mal hervorheben, dass bei Gold und Silber zum Beispiel der Vorteil ist, dass es etablierte Metalle sind. Also du weißt, was du hast. Gold und Silber haben schon seit 1000 Jahren einen Wert und die werden wahrscheinlich auch in 1000 Jahren einen Wert haben. Also du hast was Sicheres. Du hast was Sicheres in der Hand. Und das Ganze ist natürlich physisch. Also du hast was physisch in der Hand. So, der Nachteil ist aber auch, dass es physisch ist. Also das kann auch zum Nachteil werden. Stell dir vor, und das ist auch schon oft in der Menschheitsgeschichte und vor allem auch in den letzten Jahrzehnten passiert, dass du zum Beispiel Kapitalkontrollen hast oder Grenzkontrollen. Oder der Staat sagt jetzt einfach, wir verbieten jetzt Gold und Silber oder verbieten Gold speziell, was zum Beispiel in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in den USA passiert ist, dass man Gold einfach verboten hat. Und das heißt, wenn du ganz viel Gold hast und es ist verboten und du willst dann aber irgendwie das Land verlassen und ja, dann kann es eben passieren, dass der Staat dann das rausfindet, sagt, hier, das ist verboten, das darfst du nicht haben und wir beschlagnahmen das jetzt einfach. Also wir stehlen es von dir, wir nehmen es dir weg. Was in jedem anderen Kontext Diebstahl oder Raub wäre, kann der Staat dann ganz legal machen und dir dein Zeug einfach wegnehmen. So, also das ist ein Nachteil, wenn du damit die Grenze übertreten musst, weil es eben physisch ist. Wohingegen Bitcoin hat eben diese Digitalität, dass es digital ist, das hat eben Vor- und Nachteile. In dem Fall zum Beispiel sollte sowas verboten werden, sollte es Grenzkontrollen geben und solche Sachen, dann kannst du Bitcoin einfach ohne Probleme zum Beispiel übers Internet übertragen und somit ohne Probleme über eine Grenze bringen, wenn du das willst, wenn das sinnvoll ist. Gleichzeitig kannst du es sehr, sehr anonym benutzen und auf der anderen Seite hast du aber eben nichts physisch in der Hand. Also wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile und ich finde, am Ende des Tages sollte man natürlich nicht alles auf ein Pferd setzen. Ich finde, wenn man sein Geld langfristig sichern will, beziehungsweise seinen Wert langfristig sichern will, dann sollte man in verschiedene Sachen investieren und sich verschiedene Möglichkeiten aufrechterhalten, und nicht alles auf ein Pferd setzen und dann hoffen, dass das klappt, weil alles hat Vor- und Nachteile. Und ich finde sowohl Gold als auch Silber als auch Bitcoin sinnvoll. Dank unzähliger Innovationen kann man Bitcoin übrigens immer leichter in den Alltag integrieren und für alltägliche Sachen nutzen. Also es gibt zum Beispiel schon Bitcoin-Geldautomaten in den USA, die die Nutzung super einfach machen. Und dann gibt es natürlich immer mehr Unternehmen, die Bitcoin als legitimes Zahlungsmittel akzeptieren. Also Subway, Microsoft, Expedia, Steam, Dell, Tesla und sogar diverse Einzelhandelsketten in den USA, wie zum Beispiel Whole Foods, Home Depot, Card und JCPenney. Also da kannst du deine ganz normalen Lebensmittel einfach mit Bitcoin bezahlen. Das ist eine super Sache. Und ich denke auch, dass das in Zukunft in Deutschland viel mehr durchsetzen wird. Und je mehr Leute Bitcoin einfach nutzen wollen und je mehr Leute die Akzeptanz von Bitcoin fordern, desto mehr werden Unternehmer darauf eingehen, weil die wollen ja natürlich, wenn da ganz viele Leute sind, die mit Bitcoin bezahlen wollen und man selber nimmt nicht Bitcoin an, dann kann das passieren, dass man eben seine Kunden praktisch an die Konkurrenz verliert, die Bitcoin annehmen. So, also je mehr Leute mit Bitcoin bezahlen wollen, desto mehr übt das Druck auf Unternehmer aus, Bitcoin zu akzeptieren, um eben mit diesen Leuten zu handeln. Also dann hast du einen Wettbewerbsvorteil, wenn du Bitcoin akzeptierst und andere eben nicht und andere Leute wollen aber mit Bitcoin bezahlen, dann kommen die natürlich wahrscheinlich zu dir. Also mit anderen Worten, allein indem ich zum Beispiel euch über Bitcoin erzähle und ihr euch vielleicht dann darüber informiert und schlussendlich vielleicht selber Bitcoin nutzt, führt das dazu, dass einfach mehr Leute Bitcoin nutzen und je mehr Leute Bitcoin nutzen, desto mehr Druck übt das auf Unternehmen auf, Bitcoin zu akzeptieren, was wiederum dazu führt, dass mehr Leute von Bitcoin hören, was wiederum mehr Leute dazu bringt, vielleicht selber Bitcoin zu nutzen. Und so hast du eben diesen sich selbst verschnellernden Kreislauf, der dazu führt, dass höhere Akzeptanz
zu mehr Leute wissen davon, zu mehr Leute wollen mit Bitcoin bezahlen, führt wiederum zu höherer Akzeptanz. Und so geht es eben immer weiter und das führt eben dazu, dass das staatliche Papiergeldsystem immer weniger Bedeutung hat, wohingegen eben die zum Beispiel Bitcoin oder andere dezentrale Währungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und das Ganze entwickelt sich komplett organisch, ohne dass du irgendeinen Politiker hast, der jetzt sagt, hier, ihr müsst es benutzen und wir machen jetzt irgendein Staatsprogramm oder sonst was. Es gibt keine zentrale Planung, es gibt nicht irgendwelche Politiker, die das uns aufzwingen wollen. Es gibt überhaupt keinen Zwang, es ist komplett freiwillig und es entwickelt sich komplett organisch von unten nach oben, anstatt von oben nach unten. Also, am Ende des Tages ist ungedecktes, aufgezwungenes Papiergeld sozialistische Planwirtschaft, wohingegen die freiheitliche, freiwillige, marktwirtschaftliche Alternative Bitcoin ist. Dezentralität ist Freiheit, extreme Zentralisierung von Macht, wie im Beispiel der Europäischen Zentralbank, ist Tyrannei. Bam.